Was geht, Leute? Mein Name ist Lothar Danny. Willkommen back bei PewDiePie, The Legend of the Brofist. Und wir werden das Hosenmenü öffnen. Und wir haben ziemlich viele Punkte, mit denen wir was Sachen kaufen können. Wir können Markiplier kaufen. Ich glaube, das werde ich auch gleich tun. Und wir werden einer seiner Herzen erhöhen, damit er mehr Leben hat. Und mal gucken, was wir hier noch haben. Wir haben Edgar Ford. Lass Edgar los für seine vernichtenden Angriffe. PewDiePie ist immun gegen Mobsfürze. Aber sie sind tödlich für Feinde. Das kaufe ich natürlich sofort. Ich meine, wieso soll ich das nicht kaufen? Verteidigung? Was ist das? Energieschild. Wer kann eine zweite Chance nicht gebrauchen? Sobald er aktiv ist, wird dieser Schild deinen nächsten Fehltritt absorbieren. Gern geschehen. Das ist episch. Das ist ein neues Schild. Natürlich benutze ich den. Was für eine Frage. Und ich glaube, wir geben den noch ein bisschen Herzen. Oh, okay, Herzen sind immer teuer, aber das passt schon. Lass uns ins nächste Level gehen. Das Ziel dieses Spiels ist es, einen Abonnenten zu retten. Nostalgie Himmel heißt das nächste Level. Ich habe keine Ahnung, was es geht. Wir spielen es auf normal. Wollen wir mit Markiplier spielen? Ich weiß nicht. Nee. Und, weil ich habe gerade für PewDiePie seine Herzen erhöht, deswegen werde ich mit ihm spielen. Und wir nehmen. Moment mal. Ich kann eins nur von beiden mitnehmen. Okay, dann nehme ich Edgar Fartz mit. Okay, let's go. Ich bin bereit. Du hast eine neue Nachricht. Ja? Nein! Meine Freundin ist nur am Essen. Kein Kommentar. Okay, let's go. Wir kommen! Oh nein, die bösen Barrels. Die sind dort. Wir werden sie vernichten. Okay, gib mir. Nein, 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 nein. Hopp. Und hopp. Das ist richtig. Ich mag das Game. Es ist wirklich extrem humorvoll. Ich mag humorvolle Spiele. Das ist wirklich, ich weiß nicht. Mir machen solche Spiele gute Laune, wenn ich sie spiele. Ich bin, oh Gott! Meteoriten! Okay, mit X aktiviere ich Edgar Forge. Das ist sehr gut. Ich glaube, damit kann ich auch die Meteoriten aufhalten. Oh Gott, die sind so nervig. Ja, stirb! Dieses Spiel ist wirklich tausendmal schwerer als erwartet. Das ist voll krass. Ich dachte am Anfang, das wäre so... Nein, 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 nein! Holy shit! Wieso gibt es Kühe in diesem Spiel? Ich habe keine Ahnung. Okay, wir haben Dr. Crab und Edgar Farts. Hä? Also haben wir doch beides. Ich habe mich gerade gewundert, dass wir nur eins nehmen konnten, aber wir haben doch beides anscheinend. Oh mein Gott, schaffe ich das? Ja, ja, oh, oh mein Gott. Das war verdammt knapp. Nein, nein, nein. Wieso? Nein. Das kann nicht sein, oder? Wow. Wir müssen alle Münzen sammeln. Was ist hier? Nein, au, okay. Ja, nein, 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 au. Verdammter Mist. Alter, wie lange brauchst du denn dafür? Ist das dein... Nein, oder? Das ist nicht dein scheiß Ernst. Nein. Was habe ich jetzt bekommen? Okay, okay, lass mich Dr. Crab aktivieren, sonst sterbe ich sofort. Wow, das war... Ich hätte einfach Edgar Fürze aktivieren sollen. Mann! Oh, wow. Dein Ernst? Ich bin wieder gestorben. Ich soll einmal Edgar Fürze aktivieren, mal schauen, wie das aussieht. Oh Gott. Der Furz kommt. Holy shit, das ist ein mächtiger Furz. Ich wünschte, meine Fürze wären so. Scheiß Mann! Ich kann hier einfach stehen bleiben. Das ist epischer Furz. Dieser Hund ist mein Vorbild. Holy balls, das ist episch. Höp. Hey, Kuh. Was ist mit der Kuh? Was ist mit der auf sich? Oh mein Gott, okay. Man muss aufpassen, selbst wenn sie explodiert, sie teilt sich halt in diese Teile und dann... Da kann sie euch immer noch treffen. Höp. Und, höp. Oh mein Gott, ich will nicht nochmal runterfallen. Muss ich hier runter? Ich glaube, soll ich die Münzen holen? Ja. Ja, okay. Woo. Nein! Mann! Okay, ist okay, ist okay. Oh! Alter, dieses Fass kann auch furzen. Was ziemlich beeindruckend ist. Stirb! Au! Stirb! Boah! Ich verstehe nicht. Das Spiel sieht verdammt einfach aus, aber ich lasse mich trotzdem sehr oft treffen. War der gerade unsichtbar? Ich glaube, der war gerade unsichtbar. Ich habe keine Ahnung. Aber ich habe viel Leben verloren. Sehr viel Leben verloren in das. Oh, ich bekomme jetzt eine Menge Leben. Yeah! Okay, es scheint so, als könnte vielleicht gleich ein Bossgegner kommen. Oh nein, wir müssen auf der Ente springen. Au! Oh mein Gott, ist das schwer. Oh ja! Oh mein Gott, oh mein Gott! Was geschieht hier? Was ist ein Ei? Ich gehe nach oben, ich schau die Münzen. Oh, das ist eine Menge Münzen. Gib Daddy alle die ganzen Münzen. Oh ja, Daddy, du weißt, was Daddy gefällt. So, es tut mir sowas von leid, ne? Es tut mir sowas von leid, dass ich das sage, aber... Kommt schon. Wir spielen gerade ein verdammt komisches Spiel, da darf ich das sagen, okay? Hey, Mr. Kuh. Ja, yep, du hast mir wehgetan, du bist ein Arschloch. Also, ich spiel... Nein! Oh, mein Hund ist gestorben. Dieses Spiel wird so schwer, ne? Was?
Okay, also wenn... Oh mein Gott. Ja, ich hab Dr. Crab. Das ist sehr, 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 sehr gut. Gib mir das Herz. Oh yeah. Gib mir die Münze, gib mir die Herzen. Gib mir alles, was ich brauche, um zu beleben. Oh Gott, was ist das? Ach, der Wal. Oh mein Gott. Dieser Wal ist episch. Oh. Oh nein, 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 nein. Nein. Yay, yeah, ich hab's geschafft, ohne mich zu verletzen. Wer ist Pro? Daddy ist Pro. Oh, nice. Okay, das war worth. Gib mir die ganzen Münzen. Meine Münzen, meine Münzen, meine Münzen. Dr. Crab ist episch. Übrigens, ich bin gerade erst aufgestanden. Ich fühle mich noch ein bisschen müde. Ich hoffe, ihr merkt sich so sehr. Wow, es ist ein Ernst. Okay, ich gehe lieber weg von den Teilen. Oh, nein, 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 nein. Ich bleib hier einfach stehen. Ja, ich mach einfach den hier. Das ist gut. Oder der hat ein Herz fallen lassen. Nein, 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 bitte. Oh. Ich will nicht. Ich hasse es wirklich, Schaden zu erleiden. Hey, alles klar. Ich gehe da mal. Oh mein Gott, sie hat mich trotzdem getroffen. Die scheiß Kuh. Und, yep. Nice. Nein! Okay, sobald man die Grünen tötet, einfach weggehen, einfach weiter. Ich gehe mal weiter. Oh, da ist ein Herz. Ich will das haben. Komm schon. Ja. Gib mir das Herz. Yeah. Nein, ich hab's nicht bekommen. Ich kann es nicht glauben. Oh, hier kommt der Wal. Hier kommt der Wal. Here comes the way. Oh mein Gott, das war knapp. Okay. Wieso ist auch mal Wal in dem Spiel? Ey, das kann nicht sein! Da war die goldene Flagge, ich hab's fast geschafft! Nein, er hat gefolgt! Beschütze mich! Oh, ja! Holy shit, habt ihr das gesehen? Das war verdammt heftig. Yep, yep, das ist nicht das, was ihr verdient. Oh, da oben ist ein Herz. Autsch! Egal, ich will das Level jetzt beenden. Nein, das ist der Ball! Der ist ein One-Hit-Kill. Der ist für wirklich sicher ein One-Hit-Kill. Und was mir aufgefallen ist, wenn er explodiert, dann fliegen seine Teile einfach irgendwo rum. Und das ist schwer irgendwie, weil die sich jetzt bewegen. Aber okay. Scheiße, das hätten wir es geschafft. Okay, dann lass uns zum Nordpol gehen. Das ist nämlich unser nächstes Ziel. Dort müssen wir, ich glaube, den Boss-Barrel finden. Ist ganz sicher. Aber wir bekommen viele, viele Coins. Ich werde damit das Leben erhöhen. Aber ich werde auch mit anderen Charakteren spielen. Mal schauen, mit wem ich spielen werde. Lass uns mal das Hosenmenü öffnen. Der beste Name für ein Menü. Und lass uns mal Markiplier nehmen. Aber erstmal müssen wir seine Herzen erhöhen. So, boah, das nächste Upgrade ist ja voll teuer. 250. Okay, dann wollen wir mal. Was da, es damit die auf sich hat, ich glaube, das sind so... Ich habe keine Ahnung, vielleicht kann man die finden oder so. Bonus, ich weiß es nicht, keine Ahnung. Energieschild. Wer kann ein 20... Ja, das ist ja... Ah, das haben wir schon, ne? Okay. Und... ja. Das war's. Dann wollen wir mal in das nächste Level gehen. Die verlassene U-Bahn. Wir nehmen... Ihn und... Nein, 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 nein. Ihn und... Wir können leider nur Dr. Crab nehmen, das sagt ein bisschen Bolt. Aber wir können auch das hier nehmen. Okay, was wollen wir nehmen? Lieber Dr. Crab oder den hier? Ich nehme mal den hier, weil ich den noch nicht genommen habe. Und let's go. Oh, ich hab hier, wie heißt der? Tiny Box Tim hinter mir. Hoi. Holy shit. Okay. What the fuck? Dieses Teil ist brutal. Hi. Okay, oh mein, ach so. Ich verstehe. Ja, stirbt, ihr Wichser. Oh, Moment mal, hier ist was. Chop, 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 beeil dich. Yay. Ah, seht, schaut euch das mal an. Wir haben das gefunden. Oh Gott. Ich find's cool, dass es hier Sammelobjekte im Spiel gibt. Das gibt einem noch die Motivation, es länger zu spielen. Als nur einmal, wenn ihr versteht. Oh mein Gott, wer ist das? Hi. Was? Ich bin nicht tot gerade, oder? Was zum Teufel soll ich hier tun? Okay, ich versuch's einfach nochmal. Ja, na, schon wieder. Dieser scheiß Dinosaurier, ich... Wow, dieses Level ist strange. Ich habe keine Ahnung, was ich tun soll. Wenn ich da hinten gehe, tötet mich der Dinosaurier. Wenn ich da vorne gehe, dann... Wow! Ich darf den nicht so. Ich darf seinen Mund nicht mal angucken. Wahrscheinlich hat er so viel Mundgeruch. Ja, höchstwahrscheinlich. Okay, wir müssen es überleben, damit wir die U-Bahn nehmen können. Zum Nordpol. Fährt überhaupt eine U-Bahn zum Nordpol? Wow! Das war gerade. Das ist gerade. What the fuck? Eine Ratte mit. TNT oder sowas. Okay, keine Ahnung. Stirb, du Wichser. Au! Ich hasse das, wenn ich sie töte und dann. Keine Ahnung. Es nervt einfach. So. Yay. Ich glaube, ich muss jeden töten. Kann das sein? Das wäre cool, wenn ich jeden töten müsste. Ich weiß nicht, was diese Slender-Dinger da tun.
Oh Gott, vorsichtig. Ich renne einfach hier lang. Da spielt jemand Musik. Nein, nein, nein. Was zum Teufel? Das Teil tötet jeden. Ich renne nach links. Ich renne weiter nach links. Ich weiß nicht, was ich hier tue, aber er sagt mir, ich soll weiter nach links. Oh Gott, jetzt kommt er. Ja, ich renne aber weiter. Alle. Oh! Slender, Bro. What the fuck geht bei dir vor sich? Der Typ ist ultra mega stark. Ich habe keine Ahnung, was ich tun soll. Ernsthaft, gar nicht. Ich muss warten, ob er bis die U-Bahn kommt. Ah, da oben. Noch eine Minute muss ich überleben. Mein Ziel ist also, zu überleben. Okay, okay, okay. Das macht Sinn. Das ist eine total kaputte U-Bahn. Da will ich nicht einsteigen. Was ist das? Hi. Oh mein Gott, ich weiß... Ich geh zum T-Rex, wenn ich ihn sehe. Oh Gott. Ist da der T-Rex? Oh nein, nein, da ist Slender. Ich muss nach da. Nein! Was? Hätte ich tun sollen. Ich glaube, ich hätte einfach in der Mitte warten müssen. Und ich kann mein Schild übrigens aktivieren. Verdammter Mist, das ist so schwer. Dieses Level ist ultra mega heftig schwer. Ah! Schon wieder tot. Bitte sag mir, ich bin in der Mitte richtig. Ja, ich bin in der Mitte richtig. Ich aktiviere einfach mein Schild, falls ich sterbe. Okay. Also je nachdem, ob wir das Achtungszeichen von rechts bekommen oder von links, da müssen wir halt dann lang. Und wenn von beiden Seiten was kommt... Oh mein Gott, okay. Ah, der nächste Fehltritt wird mir vergeben. Ich verstehe. Das ist cool. Sogar sehr cool. Deswegen bleibe ich erstmal in der Mitte. Ich glaube, das ist das Beste, was man tun kann. In der Mitte bleiben und dann... Ah, von jetzt kommt von rechts einer zum Beispiel. Und jetzt muss ich am besten auch dahin. Oh Gott. Ja, dann. Ich kann mein Schild wieder aktivieren. Ich weiß nicht, wie oft kann ich mein Schild bitte aktivieren? Das ist episch. Oh, da kommt Slender. Da kommt motherfucking Slender. Verpiss dich, du Motherfucker. Oh. Nice. Und ab geht's in die Mitte. Ich versuche alle. Oh. Der T-Rex. Na, super. Ich renne einfach nach links. Oh, das ist der Trick, meine T-Rex. Einfach nach links rennen. Weil er rennt nur geradeaus und er ist auch nicht wirklich ultra mega mobil. Aber jetzt wird's Zeit, wieder in die Mitte zu gehen. Ich verspreche, ich will nicht zum T-Rex gehen. Der tönt mich nicht an. Ich verspreche es. Aber ich muss in die Mitte gehen. Oh, wir haben es gleich geschafft. Noch 30 Sekunden. Komm schon. Komm schon, bitte. Aktiviere den Power Shields. Oh Gott, überall sind Ratten. Sie wollen meine Nippel essen. 2 Sekunden. Oh nein. Oh nein, oh nein. Oh nein, ich bleibe in der Mitte. Wo soll ich einsteigen? Wo soll ich einsteigen? Oh! Holy shit, ab zum Nordpol. Nordpol, so. Das war episch, das hat Spaß gemacht. Das war voll das klasse Level, das beste Level bis jetzt. Weil es so schwer war. Yeah, Gangnam Style, wow. Ich liebe Gangnam Style. Okay, ich will noch ein Level gerne spielen, muss ich sagen. Damit wir auch weiterkommen. Oh, wir kommen langsam zum Nordpol, das ist episch. Lass uns erstmal ihm ein paar Punkte geben. Und können wir irgendwie einen Angriff freischalten? Was ist das hier? Wieso kann ich das nicht freischalten? Ich habe wirklich keine Ahnung, wie ich das nicht freischalten kann, aber ich glaube, wir haben noch nicht genug Level beendet, aber es gibt noch so viel zu freischalten. Okay. Wir haben übrigens jetzt einen Flicky-Bumsti-Dingster-Bumsti bekommen, was ziemlich geil aussieht. Also, ich würde sagen, wir machen einfach mit dem nächsten Level weiter am Gletscher. Und mal schauen, was uns dort erweitert. Ich werde diesmal mit ihm spielen. Und Dr. Crab werde ich wegmachen. Ah, nee. Oh, aber Markiplier ist auch sehr, sehr gut. Das heißt, wir nochmal mit Markiplier spielen, weil er hat diesen Schild, der ist verdammt gut. Also lass uns, wir spielen auf normal, ne? Ja, wir spielen auf normal. Normal ist eine gute Schwierigkeit hier im Spiel. Leute, General Barrel. I heard you defeated my brother. I won't let you get away with this. I've contained your friend Shannon. Shannon. Come and get her if you dare. Oh, it's on. Okay. Oh, da ist der. Ist das der Zug? Holy shit, wie episch. Habt ihr das oben links gesehen? Ich hoffe, das ist nicht meine Cam. Wahrscheinlich ist das meine Cam. Verdammter Mist. Und ich werde es vergessen, los zu editieren oder sowas. Aber diese Teile. Oh, diese Teile, ich kann mir vorstellen, die sind sehr nervig. Diese scheiß Kühe, ne? Nein! Ich aktiviere den Power Shield. Okay, ist das sowas wie die Klamotten, die wir gefunden haben? Ja, das ist es. Gib mir was Gutes. Yay! Marcia Flicken gefunden. Yay, das ist nice. Okay, ich kann den Herz leider nicht aufheben. Das Herz meine ich. Deutsch ist schwer. Deutsch ist eine schwere Sprache. Deutsch ist wirklich eine der schwersten Sprachen, die es gibt. Was?
Alter, ich hatte... Ja, ich werde sterben. Ja, wow. Ich bin sowas von gestorben. Ich muss so schnell da sein in diesem Level. Deutsch ist übrigens eine der schwersten Sprachen der Welt. Ich kann ja... Ich kann irgendwie... Wirklich, ich kann ziemlich viele, wenn man so überlegt, ziemlich viele schwere Sprachen sprechen, weil... Ich weiß nicht, was für Sprachen sprecht ihr, die schwer sind, weil ich spreche Deutsch. Ja, ich spreche auch Deutsch. Aber ich spreche auch noch Polnisch. Und Polnisch ist wirklich eine sehr schwere Sprache. Das habe ich auch irgendwann mal realisiert. Oh, wir machen den Ultra-Super-Mega-Jump. Okay, das werde ich nicht schaffen. Wow, euer Ernst? Das Level ist zu hart. Ach, du Scheiße. Wisst ihr was? Ich werde einfach alles ignorieren, ich werde einfach durchrennen, ja. Kann ich hier... Ja, ich kann hier drüber springen, ja. Nein! Okay, ich lebe noch, aber... Na, ich glaube, das war jetzt ein bisschen Zeitverschwendung. Ich renne einfach weiter. Aktivier das. Weil die Kuh wird uns definitiv treffen, ja. Voll. Weißt du was? Ich renne einfach weiter. Ich verstehe nicht... Ich kann das Teil gar nicht holen. Oh mein Gott. Hey, wie soll ich das machen? Hey, wie soll ich das machen? Das macht doch keinen Sinn. Oh mein Gott, ich versteh's nicht. Ach so. Ich versteh's. Diese. Okay, ich war ein bisschen zu ungeduldig, aber ich dachte, die kommen nicht mehr wieder. Deswegen habe ich so gepanikt. Aber die kommen wieder wahrscheinlich. Ja, die kommen anscheinend wieder. Und also diese Eisblöcke. Oh, verpisst euch. Boah. Oh, what the fuck? Oh mein Gott, ich wünsche, ich hätte Edgar Farts. Verdammter Mist, jetzt kommen die wieder. Yeah. Jetzt kann ich. Jetzt ist es auch möglich. Oh Gott. Renn schneller. Yep. Stirbt's. Ihr scheiß Dinger. Ich mag diese, ich mag die Box, die wir hinter uns haben. Die ist so süß. Oh Gott. Die erinnern mich ja wieder an die Cheep Cheeps von Mario. Kennt ihr die? Das ist einer der schlimmsten Gegner. Waren das Cheep Cheeps? Ah. Oder diese Fische, meine ich. Oh mein Gott. Aktivier das. Wow. Ich hab, oh, da ist volles Leben. Gib mir die. Ja. Oh Gott, denn. Okay, jetzt wird's langsam schwer. Oh Gott, diese Bäume tun weh. Was? Das macht gar keinen Sinn. Irgendwie tut alles weh, das ist das Ding. Alles kann... Oh, das sind so viele Coins. Ich will die haben. Ich meine das ernst. Ich werde sie mir holen. Nice! Bully flicken. Nice. Ist Bully nicht ein Spiel, was ich gespielt habe? Ja, das ist es. Ja, aktivier das. Oh, ich liebe sein Schild. Sein Schild ist einer der besten. Ist episch. Und ich mag das Level. Das ist sehr, sehr cool gemacht. Oh. Sorry, Bros. Ich muss hier... Ja, okay. Nice, ja. Ja, oh, das hat Sinn gemacht. Oh, langsam. Oh Gott! Ich hab kein... Ah! Also, ich weiß nicht, ob das eine gute Idee ist. Wenn wir ein Herz bekommen, war es... Ja, es war eine ganz gute Idee. Oh, die Insel geht runter. What the fuck? Sorry, sorry. Aktivieren wir nochmal das zum Schluss. Einfach so aus stylischen Gründen. Yeah, wir haben es geschafft. Gangnam Style. Aber es gibt keine Endsequenz. Kein Endfilm. Wisst ihr, was ich meine? Bisschen schade. Aber na gut, das war's. Das war's mit der heutigen Folge von PewDiePie Legend of Brofist. Ihr könnt euch das Spiel auf Steam holen, es macht wirklich Spaß. Von dem, was ich bis jetzt gesehen habe, es kostet 7 Euro oder sowas und geht so ungefähr, von dem, was ich gelesen habe, 2 bis 3 Stunden. Vielen Dank fürs Zuschauen. Wenn es euch gefallen hat, dann zeigt, wie badass ihr seid, dann liked das Video. Schaut mal gerade vorbei, mehr Videos, die ich nicht produziert habe. Und abonniert jetzt unsere Schubbelschnitten. Ich werde dich im nächsten Video wiedersehen. Dann sage ich immer noch 3, 2, 1, Schau! Was geht, Leute? Mein Name ist